In diesen Hütten befindet sich der wertvollste Besitz von Christian Aasen. Der Norweger hält hier tausende Nerze, die später zu Pelzen verarbeitet werden. Für Aasen und rund 200 weitere Menschen in Norwegen war die Pelzzucht ursprünglich ein Zusatzgeschäft. Aasen ist eigentlich Viehbauer, doch das Pelzgeschäft macht mittlerweile 70% seines Umsatzes aus. Die Regierung allerdings will bestehende Pelzfarmen bis 2025 schließen lassen. Die Eröffnung neuer soll verboten werden. Für Aasen eine Katastrophe. Nur von der Rinderhaltung, ohne die Pelzzucht, kann ich nicht leben. Die Nerze werden mit 6 Monaten geschlachtet und zu teuren Wintermänteln verarbeitet. Tierschutzaktivisten haben jahrzehntelang dagegen protestiert. In anderen Ländern wie Großbritannien und den Niederlanden ist die Pelztierhaltung bereits untersagt. Dass jetzt das Verbot auch in Norwegen kommt, lässt Tierschützer jubeln. Das ist ein großer Sieg für das Tierwohl in Norwegen. Damit wird berücksichtigt, dass der Tierschutz stärker wiegen kann als rein finanzielle oder geschäftliche Interessen. Die Pelztierhalter allerdings müssen nun sehen, wie es für sie weitergeht. Die Regierung will ihnen mit mehreren Millionen Euro helfen, andere Einnahmequellen zu finden. Aasen wird nur mit Rindern wohl nicht auf einen grünen Zweig kommen. Der Bauer wird sich vielleicht etwas ganz Neues einfallen lassen müssen, um in Zukunft Geld zu verdienen.